Ich bin Stefan Müller, Kandidat für Stadtrat und Stadtpräsidium in Aarau. Wir sind hier im Stadtmuseum und im Stadtmuseum bin ich ausgestellt als eine von 100 Personen von dieser Stadt. Zum Teil sind sie schon gestorben, zum Teil leben sie noch. Und was hat mir die Ehre verschafft, hier vorhanden zu sein? Hier sehen wir erste Kampfwahl im Stadtpräsidium nach 112 Jahren. 2001 habe ich recherchiert, dass seit 1889 nie eine Kampfwahl gegeben im Stadtpräsidium in Aarau. Die FDP hat immer einen Kandidaten vorgeschlagen. Einmal war es BGB, Vorgänger von der SVP, einen Kandidaten vorgeschlagen hat. Und die sind ohne Kampfwahl einfach bestätigt worden. Über Generationen, 112 Jahre lang. Darum habe ich 2001 gesagt, das muss aufhören, die Stadt Aarau. Ich habe kandidiert als Stadtpräsident. Und ja, ich habe einen guten Tag gemacht von fast einem Viertel der Stimmen. 2005 hat wieder niemand kandidiert und dann habe ich mich entschieden, nochmals zu kandidieren und habe dort noch eine ganz spezielle Werbung gemacht, die hier jetzt im Stadtmuseum aufgenommen worden ist. Mir hat man immer gesagt, ja, wir könnten schon wählen, aber du müsstest anständig angelegt sein, du müsstest besser sein mit Anzug oder irgendwie mit Krawatte und sonst hast du keine Wahl. Und so habe ich dann entschieden, 2005 einen Kittel auszuleihen und habe so mein Wahlkampffoto gemacht. Hier sieht man den Fleiß, den ich gemacht habe. Und das ist die Jacke, die ich ausgelegt habe für das Foto, das ich gemacht habe. Hier sieht man die Jacke auch. Das Stadtmuseum war interessiert, die Jacke hier in die Ausstellung zu übernehmen, um auf das hinzuweisen, als Objekt. Zu jeder Person, das ist das Ausstellungskonzept, gehört das Objekt. Und jetzt laufen wir über, wo man die Jacke sieht. Viele Leute sagen, Kleidung, das Auftreten sei fast wichtiger als der Inhalt bei einer öffentlichen Person. Ich bin anderer Meinung. Ich finde, der Inhalt ist entscheidend und die äußere Form, also Kleider machen Leute, gilt für mich eigentlich so nicht. Aber hier haben wir ein Ausstellungsprojekt, die Jacke, die immer noch die Originaljacke ist, die ich dort angelegt habe für den Wahlkampf. Und wo recht Diskussionen in der Stadt darüber gegeben hat. Jetzt, dieses Jahr, ist es wieder so, dass niemand kandidiert, dass wieder kein Kampffall gibt. Darum ist das mit dem Grund, dass ich gesagt habe, ich kandidiere jetzt noch einmal, bin 56, bin 20 Jahre älter als bei meiner ersten Kandidatur, habe meine Lebenserfahrung und ich kandidiere jetzt noch einmal, dass die Aarauer und Aarauerinnen Auswahl haben, wer sie wollen, die Führung der Stadt anvertrauen.